Europa und der europäische Gedanke liegt vielen Menschen und Organisationen am Herzen. Und der europäische Binnenmarkt ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, auch für die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Am 12. August lud die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin bereits zum 6. Mal zum Europatag ein, um über aktuelle, wirtschaftsrelevante Themen und Herausforderungen zu diskutieren. Damit die Stärke unserer europäischen Wirtschafts- und Wertegemeinschaft weiter bestehen bleibt und möglichst wächst, müssen die Bestrebungen aller Akteure auf ein Ziel ausgerichtet sein: die attraktive Partnerschaft, die diese Europäische Union bedeutet, und diese auch zu leben. Justizministerin Kathi Hoffmeister betonte in ihrer Eröffnungsrede die elementare Bedeutung einer stabilen Europäischen Union, gerade auch in der Corona-Krise. Nur wenn die Europäische Union in der Lage ist, nachhaltig die Corona-Pandemie zu bekämpfen und das Coronavirus einzudämmen, in die Wirtschaft zu investieren, das Innovationspotenzial auszuschöpfen und den sozialen Zusammenhalt zu stärken, können Sie und Ihre Mitgliedstaaten die Krise dauerhaft und vor allem wirksam überwinden. Hoffmeister schloss mit den eindringlichen Worten: Europa ist unsere Zukunft, sonst haben wir keine. Anschließend informierten Experten zu aktuellen wirtschaftsrelevanten Themen der EU. Unter anderem ging es um die Konferenz zur Zukunft Europas, eine digitale Plattform, die Bürger stärker in die Prozesse einbinden soll. Das Interessante und Neue bei dieser Plattform ist, dass es tatsächlich gelungen ist, dabei eine Plattform zu kreieren, und das ist neu, wo die Bürger der Europäischen Union in ihrer eigenen Sprache direkt mit anderen Bürgern aus anderen EU-Mitgliedstaaten in deren Sprache kommunizieren können. Das heißt, diese Plattform sortiert die Beiträge thematisch und übersetzt sie auch noch automatisch in die 24 Amtssprachen. Sicherlich wird das nicht immer zu 100% der Qualität eines Konferenzdolmetschers der Europäischen Union entsprechen, aber eben doch so, dass man es wirklich versteht und dass man damit arbeiten kann und sich direkt austauschen kann. Zum Abschluss betonte der Hauptgeschäftsführer der IHK zu Schwerin, Siegbert Eisenach, noch einmal die wirtschaftliche Bedeutung Europas für die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Export ist natürlich ganz überwiegend getrieben von den Kontakten zu unseren europäischen Partnern. Und der europäische Binnenmarkt ist der wichtigste Exportmarkt für die Wirtschaft hier in Mecklenburg-Vorpommern. Wie sich künftig das Verhältnis der EU-Staaten weiterentwickelt, hängt auch von der im September neu gewählten Bundesregierung ab. Es bleibt spannend.